Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Versary. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch. Heute, wie angekündigt, ein Thema, wo wir um den ganzen Bereich unserer Werte sprechen, die wir zukünftig haben wollen, die wir noch haben, wo wir bereit sind zu wechseln, was etwas mit Zeit und dem Zeitenwandel zu tun hat. Da begrüße ich heute bei mir im Studio Norbert Muik. Grüß Gott. Wenn ich jetzt mir im Internet anschaue, was über dich geschrieben wird, ist da von Schamane über Maya-Priester, über Heiler, über Vortragsredner, über Autor. Also du bist ein sehr vielfältiger. Aber fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Was verbindet dich mit den Mayas? Ja, das Herz. Gute Antwort. Ja, es ist ganz eigene Geschichte. Der ganze Werdegang hat eigentlich mit der Kindheit zu tun. Das, was ich bei den Mayas später gefunden habe, war eigentlich in der Kindheit da. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, in einer 10-köpfigen Familie aufzuwachsen, auf dem Lande im Stubaital in Tirol. Und es war mir damals als Kind schon eine Faszination, ältere Menschen zu besuchen, die das Besondere an sich hatten. Ich hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen. Bei 10 Kindern konnten die Eltern eigentlich nicht Kontrollmechanismen mehr ausüben, sodass ich teils einfach mir ein zweites, drittes Zuhause gesucht habe. Und das war für mich so in der Zurückschau der Moment, wo ich eigentlich schon dieses Weisheitsprinzip in Menschen, die das Leben gelebt haben, als zutiefst faszinierend empfunden habe. Dass das dann Jahrzehnte später dann auf einen anderen Kontinent geht, ich war eigentlich nicht unbedingt interessiert an der Maya-Kultur. Ich habe in Guatemala einen Posten angeboten bekommen als Lehrer. Und es war mir klar, nach all meiner Beschäftigung mit der Esoterik auch, dass mich die Indianerwelt Guatemalas faszinieren würde, weil es der einzige Staat ist, wo es wahrlich noch Millionen von Indianern und verschiedenste Indianerstämme gibt. Also zu guter Letzt Maya zu werden, war nicht unbedingt mein Wunsch. Ich wollte auch nicht Maya-Priester werden, weil ich eigentlich nicht den Wunsch in mir getragen habe, überhaupt eine gebundene Priesterschaft zu haben. Das heißt, Freiheit in der Forschung, Freiheit im Informatik. Ein absoluter Freigeist. Ich wollte nicht in Religionen eingebunden sein, obwohl ich sehr intensiv katholisch gelebt habe, aufgezogen wurde. Und in Guatemala habe ich dann einfach Menschen getroffen, die diese Interkulturalität als Maya an sich hatten. Dann war es für mich klar, dass es wunderschön ist, eine Form der Priesterschaft des Maya-Weges zu gehen, die nicht eingrenzt und die eigentlich in vielen Aspekten die Verantwortung bei mir selbst lässt. Wie wird man denn Maya-Priester? Dadurch, dass man solchen Menschen begegnet. Und ich habe diesen Menschen des Öfteren die Frage gestellt, warum habt ihr mir dieses Tor geöffnet? Man weiß in Guatemala, dass die Indianer an sich, die Mayas, immens verschlossen sind. Es war vor 1990 faktisch unmöglich, diese Menschen überhaupt zu treffen. Sie haben absolut im Untergrund gelebt. Und dass sich dieser Weg dann mit diesen Weisen geöffnet hat, war offensichtlich das Resultat meiner eigenen Menschwerdung in Kindheit, Jugend, wo ich immer eine tiefe Faszination für das Feinstoffliche, für das Spirituelle in mir hatte. Dann ergibt sich das einfach. Diese Menschen bieten dir den Weg an und du hast einfach dann das Gefühl, ja, wenn es auf diese Weise gelenkt ist, dann bin ich bereit, eine Form der Priesterschaft zu übernehmen. Ja. Wenn man das Wort Maya-Priester so hört, dann denkt man immer, okay, den frage ich jetzt,
was passiert am 21.12.2012. Das ist natürlich jetzt ein ganz harter Einschnitt. Wir stellen das noch etwas zurück, klar, aber werden da natürlich noch mal drauf kommen. Ja, ja. Es ist ja viel in Verbindung, wenn man dieses Thema Maya und Kultur hört, mit diesem ganzen Szenario, was auch durch den Mainstream geistert. Wir erinnern uns an den Spielberg-Film, wo dann alles zusammenfällt und zusammenbricht. Den Menschen werden viele Ängste über dieses Thema vermittelt. Gibt es einen Grund, Angst zu haben? Ganz im Gegenteil. Ich kenne keinen Weisen der Maya, die Angst verbreiten. Ja, es wird eigentlich, ist ja ein gewisser Realitätsbezug da, dass wir wissen, dass wir in einer intensiven Zeit leben. Es braucht keine Mayas dazu, um in Erfahrung zu bringen, dass die Zeit wesentlich schneller läuft, als sie die Jahrzehnte zurückgelaufen ist. Wir spüren es in der Technik, wir spüren es in der eigenen Entwicklung. Also im Großen und Ganzen ist es für die Mayas schon klar, dass dieser Zeitenwandel etwas Altes abschließt, einen Solzykluswechsel von 5200 Jahren und ein neuer beginnt. Das heißt, man könnte sagen, es ist das Ende eines Zeitzyklus, was aber absolut nichts damit zu tun hat, dass es das Ende der Welt wäre. Mhm. Und das spüren wir auch im individuellen Leben, Zyklen, die sich abschließen. Na, da braucht man nur an zwei Eltern denken, wo die Kinder herauswachsen und plötzlich von zu Hause weggehen, dann gibt es den berühmten Zeitenwechsel, dass plötzlich jeder für sich selbst wieder ein Leben beginnen muss, wo die Kinder eben nicht mehr im Haus sind. Und ich denke, das ist ein simples Beispiel, dass wir diese Wechsel im Leben ja immer wieder haben. Dieser Wechsel, der jetzt im Raum steht, fordert vielleicht halt die Menschen etwas stärker, weil es wirklich grundsätzlich um einen Wandel im Menschsein auch geht. Das heißt, diesmal endet ja nicht ein Irgendwas-Zyklus, sondern einer der großen Zyklen endet ja. Und das bedeutet ja eigentlich, dass ein gesamter Bereich, man könnte vielleicht bei uns sagen, unser technisch-materielles Denken und Handeln ist jetzt an einer Stufe, wo wir alles erlangt haben, wird abgeschlossen. Mhm. Und jetzt sind die Fähigkeiten dran, die in uns stecken, zu entdecken. Wir haben auch schon darüber gesprochen, verschiedene Dimensionen öffnen sich und dieser 21.12. hat so eine spezielle Güte. Es ist eigentlich wie der Tag der Wiedergeburt. Man könnte sagen, der erste Tag eines neuen Zyklus. Ja, wir feiern Silvester in der Form, was man etwas Altes abschließt und in etwas Neues hineingeht. Das Neue, in das wir hineingehen, hat halt schon auch die Konstellation im Kosmos als Urgrund. Das bedeutet, ob wir das wollen oder nicht, es wird eigentlich jeder, nicht nur der Mensch, sondern auch der Planet an sich, unser gesamtes Sonnensystem, kräftigst aktiviert in diesem Wechsel. Und die Mayas haben als die Hüter der Zeit in den verschiedensten Indianerstämmen doch sehr Authentisches beizutragen, weil sie einfach dieses Prophetentum, diese Einsichten in den Zeitgeist schon immer erkannt haben. Und in den Indianerstämmen gilt der Maya als der Hüter der Zeit, der also weiß, wie man mit Zeit umgeht, wie man mit Raum umgeht. Das ist schon ein großes Mysterium. Und der Zeitenwandel 2012, jetzt im Dezember, wird in Guatemala ganz sicher mit unzähligen Dankbarkeits- und Freudensritualen begangen. Keine Spur von Angst. Also dann ist wieder mal das alles ein Machwerk von Hollywood und Ähnlichem, die halt damit Geld verdienen. Wir wissen, leider wird mit der Angst das meiste Geld verdient. Das sind die Menschen am meisten manipulierbar. Ja. Für mich als ganz jeder Mensch wie jeder andere, wenn du jetzt mir einen Ratschlag geben solltest und ich sage, auf was soll ich achten? Wo sind die neuen Qualitäten der neuen Zeit? Was sind diese Ansatzpunkte, die es unterscheidet von dem, wie wir bisher gedacht und gehandelt haben? Ja, technisch würde ich sagen, online gehen. gut gesagt. Ja, das ist einfach, die Technik zeichnet uns eigentlich sehr vieles vor. Es ist faszinierend, den Zeitenwandel zum Beispiel über die gesamte Computertechnik, über unsere Handyindustrie, über die Kompatibilität der Geräte zu erklären. Ich liebe es, mit Jugendlichen auf diese Weise zu arbeiten. Es ist wirklich der Teil, dass zum Beispiel die Weisen der Maya darauf hinweisen, dass wenn der Mensch wirklich in Verbindung steht mit der geistigen Welt, also wahrlich geistig online ist, unabhängig aus welchem Kulturkreis, unabhängig welcher Religion
der Mensch angehört. Dann ist er von innen heraus leichter durch die Intensität eines Wandels lenkbar. Es ist wie eine geistige Begleitung, die leichter gegeben ist, wenn jemand online ist. Wenn jemand jetzt rein in der Materie steht, dann ist es für Menschen natürlich wesentlich schwieriger, mit Veränderungen umzugehen, irgendwo von innen heraus Impulse für das Wahre und für das Richtige auch zu bekommen. Und so könnte man schon im Allgemeinen sagen, das, wo jetzt fast so etwas wie eine Notwendigkeit gegeben wäre, ist, dass der Mensch in seiner Grundqualität als physisches Wesen und als Seele-Geist-Wesen sich wieder wahrnimmt, dass er den religiös-spirituellen Aspekt wahrnimmt und vor allem, nachdem es auch um unseren Planeten geht, dass er die Naturreiche wieder wahrnimmt. Das haben sehr viele Materialisten, wenn man so möchte, eigentlich vergessen. Und wir sehen es auch im Symptom des Burnouts, dass Menschen eigentlich nicht mehr wissen, aus welchem Energiereservoir sie schöpfen könnten. Das heißt, wir fühlen uns abgetrennt vom Kosmos, wir fühlen uns alleine. Das ist ja auch die ganze Entwicklung, wenn wir unsere Zusammenleben, du hast was Schönes gesagt, ich bin mit 3 Geschwistern und Großeltern aufgewachsen, du hattest sogar 9 Geschwister noch. Ja, es ist rund gegangen. Ja, aber es ist toll. Also ich möchte es gar nicht missen, denn es ist auch behütet zu sein. Man ist nicht alleine. Viele sagen zwar, oh, wäre ich froh, wenn ich mal Einzelkind gewesen wäre. Ist klar, man will immer das Thema, was man selbst nicht hat oder so. Aber dieses ganze Umfeld hat sich heute verändert. Wenn ich mir die Statistiken anschaue, wie sich unsere Zusammenlebensverhältnisse verändern. Zum Beispiel Zürich hat mittlerweile 51% der Haushalte sind Single-Haushalte. Muss man sich vorstellen, in jeder zweiten Wohnung lebt ein Mensch alleine. Und ich glaube, auch das war nicht vom Urzweck so vorgesehen. Aber wenn ich einen Schritt weiter gehe, sage ich, vielleicht ist das genau der Ansatz, dass der Mensch in die Ruhe kommt und nachdenken kann und in sich gehen kann, was jetzt vor ihm liegt. Vielleicht braucht er diesen Wechsel aus dem Trubel des Alltags heraus in die Einsamkeit. Er könnte theoretisch auch in einem Kloster, wie auch immer, oder in einem Tempel sein und könnte da in seiner Klosterzelle, wenn ich mir die Mönche in Asien anschaue, die sich zurückziehen aus dem öffentlichen Leben, gehen in ihre Zelle, da ist rundherum gar nichts und dann sind sie bei sich. Glaubst du, dass diese Wandlungen, die wir so auch in der Realität haben, dass die uns alle dahin führen, Schritt für Schritt, wo wir ankommen sollen? Ich glaube, dass der Mensch allgemein und kollektiv diese Hilfe bekommt. Ob er es will oder nicht. Es ist ja irgendwie auf das Innere einzugehen, ist ja für viele gar nicht so einfach. Sich selbst überlassen zu sein, das sieht man ja auch in unserer Tourismusindustrie, wie schwierig es ist und wie sehr der Mensch nach Ablenkung sucht. Und dennoch spüren wir, dass bei sehr, sehr vielen Menschen in Lebensphasen dieser Teil der Einsamkeit da ist. Und das sind natürlich einerseits schwierige Phasen, andererseits ist das eigentlich der Moment, wo man online geht, wo eigentlich der innere Teil lebendig werden kann. Wir kennen es bei den ganzen Heiligen und Meistergeschichten, die eigentlich alle diese speziellen Phasen auch an sich hatten. Aber da hat es immer damit zu tun, dass die starke Individualität auch eines Menschen zugleich die Kompatibilität in der Gemeinschaft bedingt. Und da spüre ich in unserer Gesellschaft, dass die Kompatibilität für die Gemeinschaft sehr auf Kosten der Individualität geht. Ja, das ist, glaube ich, dann diese Form von Individualität bezeichnen wir halt dann als Egoismus. Ja, und vieles in unserem Kulturkreis ist auf Egoismus aufgebaut. Daran ächzen und stöhnen wir auch im Wirtschaftssystem. Wollte ich gerade sagen, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ja. Geldsystem, Finanzsystem, Wirtschaftssystem. Auch da werden wir wahrscheinlich vor drastischen Veränderungen stehen. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, um zu wissen, dass das Geldsystem, so wie es derzeit auf der Welt läuft, immer wieder zum Kollaps führt. Und es trotzdem, weil einfach dieser Kollaps, ich sage immer, in einer Clique von Menschen, die an den Hebeln des Geldes sitzen, gemacht wird, bedeutet also für den armen Schlucker immer die Nachteile. Das heißt, du bist ständig im Hamsterrad und kommst da auch nicht raus. Diese Systeme, gibt es da in diesen Prophezeiungen der Mayas auch einen Hintergrund drin?
wie sich unser Finanz- und Wirtschaftssystem verändern wird? Grundsätzlich ist so, dass, das könnte man auch vom Christlichen her sagen, Jesus spricht sehr viel vom kosmischen Gesetz. Mhm. Ja, Meyer bezieht sich sehr, sehr stark auf diese kosmischen Gesetze, dass letztendlich unsere gesamte Menschheit auf diese kosmischen Gesetze wieder abgestimmt wird. Und die kosmischen Gesetze sind keine Egoistengesetze für ein paar wenige, sondern es ist eigentlich ein Gefüge, wo alles irgendwie Platz hat und wo rundherum eigentlich in verschiedenen Schwingungsebenen bis hin in das Schattenreich alles in einem Gefüge steht. In unserem derzeitigen Wirtschaftssystem hat man das Gefühl nicht. Das driften die Teile immer stärker auseinander, wo der Egoismus, der Materialismus auch sehr stark verbunden damit eigentlich seine ganz eigene Dynamik bekommt und die Bedürfnisse an und für sich der Völker und der Menschheit an sich fast wie getrennt sind von diesem Teil. Somit steht das natürlich als zentraler Teil, ich kann mich erinnern, Meister Cirillo als Maya-Prophet, der viel auf der Welt unterwegs ist jetzt, ein wunderbarer Mensch, der hat mir schon vor 10 Jahren in einem Gespräch gesagt, das Erste, was brechen oder sich umbauen wird, ist unser ökonomisches System. Ein weiser Mann. Heute sehen wir die ersten Ansätze, vielfach hochgelobte Systeme in diesem Finanz- und Wirtschaftsbereich geraten aus dem Ruder, laufen aus dem Ruder. Es müssen irre Anstrengungen unternommen werden, um diese ganzen, in meinen Augen, künstlichen Systeme am Leben zu erhalten, die aber nur Systeme in sich selbst sind. Das heißt, letztendlich hat der Bürger nichts davon, sondern das Gegenteil trifft zu. Es ist halt der Teil der Menschlichkeit. Ich glaube, ein Egoist hat einfach nicht mehr das Gefühl oder das Mitgefühl. Und ich glaube, es gibt schon in jeder Religion, in jeder Glaubenslehre so etwas wie ein Basic, dass das Mitgefühl in sich trägt, wo man einfach irgendwo Anteil hat. Und für die anderen mit da ist. Für den anderen. Und es kann natürlich, wenn man es planetarisch sieht, nur zu dem Teil führen, dass wir uns ja doch auch wünschen, dass es auf dem Planeten Erde Systeme gibt, die wirklich der Allgemeinheit dienen und nicht einzelnen wenigen. Also ist es ganz, ganz klar, dass wenn man Prophezeiungen ausdeuten würde, wie sie die Weisen einfach ausdrücken auf ihre Weise, dann würde man sagen, es gibt so etwas wie eine kosmische Gerechtigkeit. Der Materialist lebt unter materiellen Bedingungen und Gesetzen. Mhm. Okay. Und die Gesetze sind sehr klar. Ich vergleiche es manchmal mit einer Ehescheidung. Mhm. Wenn jemand heiratet, auch wenn der Priester sagt, dass Gott euch verbindet, heißt es nur lange nicht, dass Gott zwei verbindet, die wegen Geld oder sozialen Status heiraten. Klar, dann steht diese Verbindung unter dem Gesetz der Materie. Das Altwerden ist ein Gesetz der Materie und du tauschst die Materie aus. Wie viele Scheidungsfälle haben wir eigentlich aufgrund dessen, dass hinter dem Scheidungsgeschehen und hinter den Schmerzen, die zum Beispiel damit verbunden stehen, Enttäuschung und dergleichen, Verurteilungen, dass eigentlich ganz im Hintergrund bei vielen Menschen der Teil steht, dass die Verbindung eine materielle war. Das heißt, die Frau sucht Sicherheit und er sucht die hübsche Frau zum Vorzeigen. So ist es. Und wenn das zufällig sich trifft, dann fügt man das zusammen und denkt dann, das wäre eine Beziehung, die natürlich vollkommen falsche Ursachen hat. Ja, und das ist also, in Tirol war es ganz klar, in meiner Familie war eine ganz zentrale Thematik, dass ein Segen in der Familie ist. Das wurde halt katholisch ausgedrückt, indem man die Familie dem Herzen Jesu geweiht hat. Mhm. Ja, heute verstehe ich, dass mein Vater, der das fast wie in einer Form von Priesterschaft getan hat, er ist zwar nicht in die Kirche gegangen, aber er hat den Mut gehabt, irgendwo sein eigenes Weltbild hineinzulegen und er hat uns mit intensiver Form einfach in einem Weiheweg des Herzen Jesu begleitet. Heute verstehe ich, dass das die Firewall ist, den wir im Computersystem brauchen und spüre, dass es auch geistig-spirituell sozusagen wie eine Firewall braucht, wo wirklich die Strömungen, die Zeitströmungen
dann abgeglichen und aufgefangen abgeglichen werden können. Und aufgefangen werden können. Also heißt im Prinzip dieses typisch Liebevolle an der Lehre Jesus, wenn wir jetzt mal die 10 Gebote uns rausnehmen aus der Bibel, dass das als menschlich-moralische Wertebasis gesetzt wird, dass das auch gelebt und gelernt wird und vorgelebt wird, dass du diesen ganzen Verlockungen, die in deinem Leben dich begleiten, immer auf einer werte- und moralischen Basis begegnen kannst. Kann ich das so verstehen? Ja, ich würde es anders deuten. Ich bin überzeugt davon, dass in allen esoterischen Lehren zu guter Letzt die vielen Gesetze, die einem gegeben werden, nicht gebraucht wären, wenn der Mensch das Gesetz des Respekts und der Liebe kennt. Mhm. Wenn einfach die Verantwortung für das, was ihm geschieht, selbst übernimmt und dass er grundsätzlich, wenn er im Gesetz des Respekts lebt, dann bedarf es vieler Gesetze nicht und es bedarf auch nicht der Moral, weil du weißt, es ist eigentlich für das, was du auslöst, bekommst du eine Reaktion. Das ist ein Teil, der mich zum Beispiel in der Meyer-Lehre immens fasziniert hat. Diese unmittelbare Verantwortung, das, was dir im Äußeren menschlich begegnet, ist ein Teil deines Inneren. Also du stehst damit in Verantwortung und es ist nicht irgendjemand schuld an deinem Schicksal. Diese Selbstbestimmtheit zu begreifen. Und ich glaube, so sehe ich auch den Zeitenwandel 2012. Es erfährt jeder, glaube ich, in seinem eigenen Leben das, was er sät, das erntet er. Also kann man auch nicht sagen, dass der Zeitenwandel alle im gleichen Maße betrifft. Wenn ich an manche Weise der Meier zurückdenke, die sprechen von einer sehr diversen Situation, dass in diesem Zeitenwandel manche Menschen in absolute Hochglücksgefühle hineinkommen, weil die Intensität ihres Inneren und ihrer Herzenskraft immer stärker wird, auch durch den Kosmos aktiviert. Und zugleich derjenige, der die inneren Werte nicht kennt, immer intensiver in die Strukturen der Materie hineingepfercht ist. Und diese Konfrontation des Materialisten mit sich selbst macht es so schwer für den Menschen, weil er einfach über die Materie in seinem Menschsein immens gebunden ist. Derjenige, der innerlich frei ist, der kann natürlich, man könnte sagen, auch dann die Materie wesentlich freier bewegen. Das heißt, durch diese Veränderung in unserer Schwingung, sage ich mal, es ist ja eine Schwingungsveränderung, wird dir im Prinzip ganz krass bewusst, in welchem Feld du dich bewegst. Ja. Das heißt, dass letztendlich wird den Menschen, das ist ja immer das, was viel, viel gefragt wird und so, dass Menschen plötzlich merken, dass ihre Wertvorstellungen nicht mehr mit dem übereinstimmen, was sie eigentlich tagtäglich sehen. Und das, glaube ich, ist immer so der Ansatz, was mit Aufwachen zu bezeichnen ist. Plötzlich erkenne ich, Moment mal, jetzt habe ich 30 Jahre hier, bin ich irgendwelchen Systemen gefolgt. Mein Lieblingswort ist immer das Versicherung. Man will sich gegen und für alles versichern und alle Risiken aus und immer wieder noch eine Sicherheit und noch eine Sicherheit, bis ich plötzlich feststelle, dass es alles Makulatur ist. Ja. Weil es gibt keine Sicherheit gegen, ich sag mal, kosmische Gesetze oder so, die kommen, wie sie kommen müssen. Ja. Und dann müssen wir als Mensch uns da anpassen. Du hast vorhin noch was gesagt, was mich auch nochmal speziell interessiert, das Thema mit der Natur. Wir wissen in unserer Welt, ich habe vor kurzem in einer Sendung gesagt, wir haben aus unserer Welt eine globale Fabrik gemacht und respektieren die Natur nicht. Im Gegenteil, wir verwenden sie als Ersatzteillager, als Abfallplatz und als Gegebenheit, um unseren materiellen Wahnsinn zu befriedigen. Aber wir haben jeglichen Respekt vor der Göttlichkeit der Natur verloren. Ist das sowas, wo sich die Erde jetzt zu wehren anfängt? Zum Teil. Die Dinge, die jetzt angesprochen sind, beziehen sich wieder auf den materiellen Teil, auf die materielle Umweltverschmutzung. Man spürt, wenn man mit den Indianerweisen zusammen ist, dass sie viel, viel mehr Wert legen auf den Teil, dass wir feinstofflich den Planeten noch wesentlich schwerer belasten. Das heißt zum Beispiel, die Negativität der Gefühle, die Millionen und Milliarden von Menschen in sich tragen, verunreinigen das Element, das den Gefühlen am nächsten steht, das ist das Wasser. Das heißt, je negativer Menschen im Zusammenleben sind, umso mehr verschmutzen sie eigentlich feinstofflich das Wasser.
Das gilt für alle vier Elemente. Der physische Teil wäre, dass sozusagen im Erdenteil, im Erdelement, der Mensch natürlich auch die Erde physisch missbraucht durch Industrie und dergleichen Ausbeutung, mehr. Verschmutzung, was ja. auch immer. Ja. Dann wären wir jetzt beim Erdenteil, wo wir materiell den Planeten gewichtig missbrauchen. Wir verschmutzen ihn emotionell und verschmutzen damit das Wasserelement. Wir verschmutzen ihn mental durch die gesamten Gedankenwelten, durch die eiskalten Gedankenwelten der Berechner, die weit und breit kein Herz in der Sache drinnen haben. Und damit ist sozusagen der Äther, die Atmosphäre des Planeten, sehr stark verschmutzt. Und wir verschmutzen auch das Feuerelement. Wir sehen es in einer völlig desorientierten Sexualität, die sich über Internet und dergleichen immer breiter ausbreitet. Das heißt, es wird alles, unsere Emotionen, alles wird zur Ware deklariert. Sexualität ist ja eigentlich ein tolles Erlebnis, aber es wird zur Ware gemacht im Rahmen von Pornografie und Ähnlichem. Dieses ganze Gedankenthema, Neid, Missgunst, Habgier, diese Dinge. Ich habe das immer in der Bibel, ich habe mich viel mit der Bibel beschäftigt und so und diese ganzen Dinge gelesen. Und ich sehe, dass die Menschen wie so einen Polarisierungseffekt gehen. Die einen trennen sich immer mehr von diesen Dingen, das heißt, die wollen wieder die Beziehung zur Natur, sie wollen wieder ein liebevolles Umgehen miteinander, sie wollen ein Schulsystem, wo auf die Kinder eingegangen wird, sie wollen gutes, reines Wasser trinken und so weiter. Und die anderen leben genau das Gegenteil. Wird sich diese Entwicklung noch zuspitzen in diesem Jahr, dieses Trennen dieser beiden Pole? Ich würde es gar nicht auf dieses Jahr beziehen. Mhm. Es ist so, in den Mayas Prophezeiungen ist schon klargelegt, dass dieser Zeitenwandel in Wasser und in Feuer steht. Mhm. Der letzte Zeitenwandel vor 5200 Jahren stand im Wasserelement. Vielleicht in der Bibel die Sintflut. Mhm. Das heißt, es sind ganz spezielle Aufmerksamkeit wäre gegeben auf diese beiden Elemente. Und es bezieht sich nicht auf dieses Jahr. Es geht jetzt wirklich um die nächsten Jahre, wo es zu dieser Umschichtung kommt und wo wir ja dann zu guter Letzt sehen werden, wie die Elemente reagieren. Das Wasser reagiert. Wir haben das in Japan gesehen. Wenn die Vulkane reagieren und grobstofflich kommen, dann braucht es gar nicht so viele Vulkane, die unseren Planeten für unsere Technik relativ unbrauchbar machen. Also die Herausforderung an sich ist, wie kann der Mensch wieder Einfluss nehmen auf das, dass etwas feinstofflich transformiert wird, bevor es grobstofflich manifestiert. Und ich glaube, da kann jeder Mensch immens viel beitragen, im kleinen Rahmen, im Familienrahmen, im eigenen Umfeld. Ich glaube, das ist auch die zentrale Botschaft eigentlich der Indianerstämme, die doch die Hüter unseres Planeten immer waren. Ja. Liebe Zuschauer, wir werden gleich nach der Werbepause noch intensiver auf diese gehüteten Geheimnisse der alten Weisen der verschiedenen Stämme eingehen. Und wir werden auch noch uns in Erfahrung bringen, was hat das Thema Schwingungsveränderung für jeden von uns selbst für eine Konsequenz. Wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. Dankeschön. Und schon sind wir wieder zurück bei timetodo.ch. Heute bei uns Norbert Muig, ein ehemaliger Lehrer, oder lehrst du immer noch? Oder ist jetzt was Falsches? Ich habe viele Berufe gehabt. Lehrer, Boutiquebesitzer, Kulturmanager. Also ich war immer relativ vielseitig unterwegs. Aber das Lehrersein war der Teil, der mir eigentlich am meisten Freude bereitet hat. Ja. Da hatte ich natürlich immer mit vielen, vielen Menschen zusammengebracht. Und wer natürlich gerade vor Kindern und Jugendlichen steht und denen was vermittelt, auf dem liegt natürlich eine besondere Verantwortung. Ja, es ist einfach mit Kindern umzugehen, ist ein Luxus. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ein Kind das Herz des Lehrers spürt, dann haltet es auch relativ viel aus. Auch viel Klarheit, auch viel Mechanismen, die in der Schule notwendig sind. Also ich habe meine Zeit des Lehrerseins 30 Jahre genossen. Aber es war für mich auch klar, dass der Zeitpunkt kommt, wo ich das Metier wechsle.
Das ist aber so im Leben, was auch für viele Menschen schwer zu verstehen ist. Früher hat man so einen Beruf für sein Leben erlernt. Heute, du hast es vorhin gesagt, unsere Zeit ist wesentlich schneller geworden. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben 3 unterschiedliche Berufe schon in einem Leben, ja, und sind immer noch am Arbeiten. Mhm. Also das heißt, durch die Beschleunigung der Zeit verändert sich für uns auch dort einiges. Und es heißt für uns letztendlich flexibel bleiben. Ja. Du hast vorhin, bevor wir in die Pause sind, noch was gesagt mit diesem Grundverhalten, diesem Thema der Schwingung, was uns aus den ganzen alten Erfahrungen der ganzen alten Naturvölker übermittelt wird. Es gab sogar einen Kongress, hast du mir im Vorgespräch erzählt, wo sich viele Schamanen, Häuptlinge und Wissende dieser Völker getroffen haben. Und was war der Hintergrund dieses Treffens? Grundsätzlich war es so, dass sich die Indianerstämme, ich weiß es jetzt nur von den Indianerstämmen Amerikas, also Nord-, Mittel- und Südamerikas, da war es in der Tradition, dass man sich alle 52 Jahre getroffen hat. Maestro Cirillo, der lange Jahre mein Begleiter war, der hat diese Tradition wieder aufgenommen und auch bezogen auf eine Prophezeiung, die eingraviert ist in einem Tempelstadt Mayapan in Mexiko, wo es heißt, dass jetzt im Zeitenwandel der Adler des Nordens, Nordamerikas, mit dem Kondor des Südens im Herzen des Quetzals, sprich in den Maya-Ländern, vereinen. Auf diese Prophezeiung wurde erstmals 1997 in Guatemala ein Treffen einberufen, interessanterweise ohne Handys, ohne Technik, ja, so wie es bei den Indianern üblich war, dass man einfach über Rituale die Botschaft und die Einladung in den Äther gibt, mhm, und die entsprechenden Personen das dann über Kontakte oder wie auch immer sich das herumspricht. Aber sie erfahren dann es? Sie erfahren es und kommen. Und so sind in Guatemala 1997 erstmals damals an die 150 Schamanen zusammengekommen, gesponsert wurde vieles von Leuten in Guatemala. Und da hat man dann erstmals eben, ist man auf diesen Zeitgeist eingegangen und hat dann vereinbart, dass alle 2 Jahre eines dieser Treffen für den Zeitenwandel abgehalten wird. Das zweite war dann im Süden, im kolumbianischen Amazonas, wo ich dann dabei war. Und das dritte war dann in Mexiko, dann wieder in Nordamerika, das heißt, um diese Verbindung, Austausch, die Verbindung herzustellen und vor allem irgendwie die Stämme untereinander kompatibel zu machen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Das sieht man am Beispiel EU. Ja, also die Nationalitäten, wenn man so möchte, die tun sich nicht viel einfacher wie die einzelnen Stammes. Väter und Mütter, wo einfach oft Strukturen da sind, die auch weit und breit nicht mehr zeitgemäß sind. Ja. Also es ist ein intensives Ringen um einen gemeinsamen Nenner, aber das, was der gemeinsame Nenner in sich trägt, sind eben die Abstimmung auf den Zeitgeist. Was können die Indianervölker ganz speziell dem Westen anbieten, dass man sozusagen gemeinschaftlich als Menschheit die zentralen Lebensbereiche des Menschseins nicht übersieht. Und um auch den Zeitenwandel zu beeinflussen. Die Prophezeiung ist nicht eine selbsterfüllende, sondern sie kann jederzeit durch spirituelle Gruppierungen, durch Agieren auch verändert werden. Und da liegt natürlich viel, viel Hoffnung drinnen und auch der Wunsch an die Menschen, etwas zu tun. Jetzt steht ja in diesen Maya-Niederschriften, die ich so gelesen habe, auch drin, dass ein Gott, ein Schlangengott, wiederkehrt auf die Erde nach diesen 5200 Jahren und dort dann das wie neu aufbereiten wird. Ja. Großen und Ganzen ist es die Kukulkan-Energie, Quetzalcoatl-Energie, die auch in Chichen Itza diese ganz spezielle Pyramide da darstellt, in Teotihuacan in Mexiko, also fast an jeder Tempelstätte der Maya ist diese Kraft dargestellt. Mhm. An sich könnte man sagen, Gottheit, es ist ein Energiefeld eigentlich, das da ist. Ja, wenn man mit den Maya-Weisen spricht, nachher erklären sie diese Schlangengottheit eigentlich als
man könnte sagen, als Kraftfeld, ich vergleiche es ganz gerne mit einem Symphonieorchester. In den christlichen Religionen würde der Dirigent hergehen und sagen, Bässe bitte hinaus. Weil man eine gestörte Verbindung zur Dunkelheit hat. Okay. Sprich, zu den tieferen Schwingungen. Ja. Alles, was nach hinunter geht, ist dann des Teufels. Okay, man trennt. Das Weltbild Kukulkans ist ein Weltbild, das man mit den Klängen am leichtesten fassen können, dass sozusagen die tief schwingenden Bässe, die Unterebenen, die Unterwelten, sich mit den Mitteltönen, Naturreiche, und den Obertönen, das, was wir als den Lichtweg bezeichnen, ineinander verbinden. Und das Federkleid der Schlange, der Kopf der Schlange im Federkleid, könnte man im Christlichen sagen, ist der Heilige Geist. Ah, das heißt, es ist eigentlich die Niederkunft dessen, der zusammenfügt. So ist es. Dann. Es werden letztendlich die Dinge, die wir trennen, wir sind ja in diesem Thema, wir wollen ja immer einteilen und aufteilen und zuweisen und abweisen und was weiß ich. Das heißt, diese neue Zeitgüte führt uns dahin, dass wir wieder zusammenfügen, dass wir auch begreifen, dass die tiefen Töne oder ich sag mal, wie man es auch immer bezeichnen will, die Unterwelt, der Tod, was auch immer, genauso dazugehört. Es gibt ja diese alten Sprüche, in dem Moment, wo du geboren wirst, hast du nur noch ein Ziel, den Tod. Ja. So ist es. Es ist genau das Zusammenfügen. Das geschieht im Menschen selbst, dass sich der Mensch an und für sich als Wesen in der Polarität wahrnimmt und nicht mehr in sich bewertet. Dass der untere Teil, die unteren Chakren, könnte man auch sagen, getrennt sind. Und das würde auch implizieren, dass die christlichen Religionen, die sich ja sehr stark auf das Liebesprinzip konzentrieren, eigentlich wahrnehmen, dass das Herz dieser gefiederten Schlange alles verbindet. Die Herzenergie hat die Kraft, die tieferen Schwingungen mit den höheren zu verbinden, sprich, dass auch in den Seelendateien der Menschen die Anteile, ob man jetzt an Wiedergeburt glaubt oder nicht, die Anteile, die aus früheren Leben sozusagen noch mitschwingen, dass die in diesem Gefüge des Zusammengehens der Schwingungen in Kukulkan sich verbinden und damit der Mensch eigentlich, man könnte sagen, ganz wird. Und diese gefiederte Schlange steht insofern als prophetisch da, weil sie auch die Aufgabe hat, die Kulturen, die Völker, die Religionen miteinander in ihrer Essenz zu verbinden. Die Mayas sprechen sehr gerne davon, dass die letzten 5200 Jahre dieses Kraftfeld in den Himalaya-Gebieten war, wo das Tibetische auch speziell und alles dort hervorgekommen ist, und dass diese Schlange jetzt sozusagen in Bewegung ist und sich in den amerikanischen Bereichen, man vermutet Peru, man vermutet aber auch ganz stark Guatemala, die Maya-Weisen bereiten diesen Prozess intensivst vor, dass dieses Kraftfeld dann ganz speziell in diesen Bereichen aktiv wird, und es geht einzig und allein um den Weltenfrieden. Wir wollen noch mal ganz klar hervorheben, das heißt, der Maya-Kalender endet nicht, sondern es endet ein Zyklus im Maya-Kalender. Das ist ein großer Unterschied. Genau, weil immer wieder lese ich in irgendwelchen Zeitschriften, wo es um Sensationen geht, mit dem Ende des Maya-Kalenders, was schon grundsätzlich falsch ist. Also es ist einfach ein Zyklus. Ich sage, wie wenn wir jetzt sagen, ein Jahrhundert würde enden oder ein Jahrtausend oder wie auch immer. Es hat halt den Rückbezug, dass diese Form der Zeitrechnung, wie sie die Mayas hatten, immer einen Kontext zum kosmischen Geschehen hatten. Also diesen Wandel bezieht Maya auf die Zentralsonne, das ist nicht unsere Sonne, sondern auf eine Zentralsonne, von der ausgehend durch kosmische Bewegungen ein Weltenbaum im Kosmos entsteht, und da ist dann unser gesamtes Sonnensystem in einem Kraftfeld drinnen, wo sozusagen der Planet wie aktiviert wird und alles, was auf dem Planeten an Leben existiert. Es betrifft also nicht nur den Menschen. Und diese Stimulierung trägt in sich, dass sozusagen auch wiederum die tieferen Schwingungen auf das Menschsein vielleicht bezogen, eine Depression plötzlich durchleuchtet wird.
wie elektrifiziert wird, wie er aktiviert wird. Das heißt, wir werden angeregt, uns alles wieder anzuschauen. So nicht uns zu verschließen vor einem Teil, sondern offen aus unserem Inneren heraus uns alles anzuschauen und mit allem uns zufrieden zu fühlen, weil es ein Teil von uns ist. Und das macht es auch so schwierig jetzt. Wir sind genau in diesen alten Strukturen, die sich zurückziehen und die neuen sind noch nicht da. Ja, wir wissen kaum mehr, wie wir Ehe leben sollten. Wir wissen nicht mehr, wie wir Kinder erziehen sollten. Es ist in allen Strukturen, wir wissen nicht mehr, wie die Wirtschaft sich bewegen sollte, weil eigentlich dieser Zeitenwandel für den Maya eine Zeit des Chaos ist, bevor es sich neu ordnet. So wie wenn Puzzleteile verschoben werden. Und zu guter Letzt ist das der Zeitgeist, wo man sagen könnte, hey, du hast dich genau in diese Zeit hinein inkarniert, um da mitzuwirken. Erwarte nicht, dass du in dieser Zeit ein wundervolles, harmonisches Umfeld in dir trägst, sondern gib dich zufrieden, dass du in eine Turbulenz hineingegangen bist und dass du den Mut hast, mit deiner inneren Stabilität diese Turbulenz sozusagen zu ordnen. Sprich, das wäre die Aufgabe einer Mutter und eines Vaters, wenn es rundum geht mit Kindern und Schule und allem Möglichen, dass im Inneren in dieser Familie ein Kern da ist, der ruhend ist. Das wäre so ein zentral wichtiger Teil, dass es diesen Kern irgendwie gibt, der das zusammenhaltet. Das Atom spricht ja auch davon oder zeigt es. Wenn es diesen Kern nicht gibt, dann gibt es die Struktur nicht mehr. Diesen Kern braucht jeder Betrieb, diesen Kern braucht jede Struktur, jede Familie, jede Gemeinschaft. Man bezeichnet das ja heute oftmals mit dem Wort Ethik, wo ein Regelwerk zugrunde gelegt wird, was die Harmonie des Zusammenlebens in den einzelnen Systematiken, ob beim Arbeiten, in der Schule, im Privatbereich, wo auch immer, uns innerlich so angleicht, dass wir mit dem in Harmonie auskommen können. Ja. Gilt es wieder, das viel mehr zu leben, diese ganzen Geschichten, dass ich nicht an meinen eigenen Vorteil denke, wir haben vorher das Thema Egoismus kurz andiskutiert, sondern dass ich mehr immer auf die Harmonie bedacht bin, dass es für alle gut ist. Ich habe immer mal früher gesagt, wenn jedes Unternehmen in seinen Leitsatz, in sein Leitbild den ersten Satz aufnehmen würde, der da heißt, alles was wir tun, muss zum Wohle der Menschen ausgerichtet sein, gäbe es viel Unsinn nicht. Ich glaube, sehr achtsam sollte man in dem Kontext sein, wie man sozusagen das Wort Harmonie oder Liebe im Alltag ausdrückt. Da glaube ich schon, dass die Esoterik einen kleinen Fehler gemacht hat, dass wir uns alle umarmen und lieben, auch wenn es innerlich gar nicht danach ausschaut. Man hat wieder dem, ich sage immer so Riten aufgehängt, aber die Theorie sind, die sind nicht Praxis, sage ich immer, die sind nur Theorie. Das Umarmen ist sowas. Ja. Es ist einfach dieses äußerlich harmonisch Wundervolle, das nicht den Kontext nach innen hin hat, wird als nicht authentisch empfunden und damit auch ganz massiv abgelehnt, bis hin zu den eigenen Kindern. Und ich glaube schon, dass der Mensch nach und nach mehr lernen muss, das Liebesprinzip an sich zu verstehen. Bei den Mayas zum Beispiel ist die höchste Form der Liebe der Respekt. Das nicht die Verliebtheit. Das ist ja eine tolle Definition. Die höchste Form der Liebe ist der Respekt. Das ist die Form, die im Kosmos alles zusammenhaltet. Es gibt im Kosmos nicht Wesen, die ausgeschlossen sind. Das machen die Religionen. Ja, es gibt im Kosmos keinen Teufel, der von Gott rausgeschmissen ist. Ja, das ist einfach, in der ägyptischen Kultur sieht man die Unterweltengötter, ob es Osiris ist, Isis ist. In Maya Deto sind diese Gottheiten dargestellt in Schwarz-Gold. Das heißt, der goldene Strahl ist die Anbindung des Wesens an das Göttliche. Und ich glaube, dass es für den Menschen an sich wichtig ist, wahrzunehmen, dass die unterschiedlichen Reifezustände der Seele jedes einzelnen Menschen nicht dadurch schneller reift, indem du den Menschen mental bearbeitest, wie er es besser machen sollte. Also wie der Zwang ihm überstülpst. Dieser Zwang, dass man einfach wahrnehmen, dass in einer Beziehung, in Partnerschaften jeder nicht nur Individualität ist, sondern jeder hat im Innen einen unterschiedlichen Reifezustand seines Seelischen. Und es wäre die Aufgabe einer Beziehung, einer Familie, sich zu unterstützen im Reifeprozess des Inneren.
Und da, glaube ich, liegen wir in unserem Kulturkreis, der ja doch sehr intellektuell, verstandesmäßig geprägt ist, da liegen wir etwas daneben. Das ist der Teil, der mich gerade bei den Mayas so fasziniert hat, dass eigentlich nicht schulgebildete Menschen online sind und dir über die detailliertesten Zusammenhänge des Lebens Auskunft geben können, weil sie dieses Liebesprinzip in sich tragen. So wurde ich zum Beispiel in Guatemala noch nie, die letzten 20 Jahre zurückgehend, von jemandem gefragt, welcher Religion ich angehöre. Faszinierend. Keiner der Weisen, die mir den Weg der Priesterschaft angeboten haben, haben mich nach meiner Religionszugehörigkeit gefragt. Und das hat mich einfach beeindruckt. Ja, es wird für die keine Rollen spielen. Weil wenn ein Mensch in die Liebe geht, ist das ein intergalaktisches Gefühl, sag ich mal. Das ist wurscht, ob du zu der Gruppe gehörst, zu dieser oder zu jener Hautfarbe oder Kultur. Es ist ein Grundprinzip aus unserer Galaxie. Ja. Und das ist auch der Teil, wo man spürt, es gibt schon Weltanschauungen, die mehr oder weniger tauglich für den Weltenfrieden sind. Das Christentum hat einen wunderbaren Teil der Nächstenliebe, des Mitgefühls, der Barmherzigkeit in sich. Aber es wird im Großen und Ganzen nicht gelebt, sondern du wirst ganz, ganz genau zugeordnet. Es wird viel ausgegrenzt. Ob du Christ bist, ob du Katholik bist oder nicht. Das ist eigentlich, deswegen haben für mich die Weisen der Maya, die ich kennengelernt habe, eigentlich dieses globale Weltbild des Friedens ausgedrückt. Einerseits am Weißen anzunehmen, wo sie wissen, was der Weiße alles gebracht hat, die Jahrhunderte zurück. Ihm das Herz zu öffnen, die Weisheiten zu öffnen und zugleich einfach diese Weltenschau zu haben, dass es jetzt notwendig ist, dass einfach diese Grenzen zwischen den Religionen zugunsten des Respektprinzips aufgegeben werden. Das heißt, dass man sich gegenseitig respektiert und toleriert, wenn der dieses Ritual begehen möchte, weil es ein Teil seiner Religion ist, dann ihm das einfach zugesteht, aber das für uns alle gegenseitig gilt. Wenn ich jetzt als Zuschauer mir diese Sendung angeschaut habe, habe ich bestimmt 20 Fragezeichen im Kopf und Augen. Und ich habe mich ja schon selbst oft in der Rolle des Zuschauers gesehen und deswegen fallen mir auch immer dann die Fragen ein, die ich jetzt stellen kann. Wenn du jetzt unseren Zuschauern, auch mir, wenn ich sage, gib uns mal einen Hinweis oder einen Tipp, was aus dem Wissen, aus diesem alten Wissen der Mayas jetzt für die Menschen, gerade im Hinblick auf dieses Zeitenwandelthema und auf dieses neue Energie, auf dieses kosmische Energiethema, wenn ich jetzt einen ganz normalen Beruf ausübe und noch nie davon was gehört habe, wie könnte ich, wo könntest du mir einen Tipp geben, wo ich anfangen kann, das zu fühlen, das zu spüren und mich für den Weg zu öffnen? Ich glaube, wo die Menschen sehr schwer darunter leiden, sind Konfliktpunkte in Betrieben, Arbeitsumfeld, Familienumfeld. Angst. Das ist einfach Angst, Aggression. Einfach zu erkennen, wenn du zum Beispiel an Betriebsleiter, an Chef deiner Firma, den du als nicht besonders angenehm empfindest, wenn du es schaffst, von ganz tief drinnen den Menschen zu respektieren, wie er ist, dann gibst du dem Menschen die Möglichkeit, anders zu dir zu sein. Dieses Dualität, das ist einfach ein Teil des schamanischen Heilens, dass du eigentlich die Verantwortung zu dir nimmst und erkennst, in den Umständen, Lebensumständen, den Menschen, denen ich begegne, die übernehmen einen Teil meiner Dateien. Das heißt, wenn ich Konflikt in mir trage, zeigt sich der Konflikt nach außen. Das würde bedeuten, dass wenn ich wirklich in einer Beziehung Mann-Frau gar gravierendes Problem habe, dann könnte man sich zur Aufgabe machen, das heißt einfach einmal einen Monat lang intensiv es wirklich im Bewusstsein zu halten, dass das, wie der andere lebt, respektiert wird. Dass er ein Recht auf Individualität hat und dass er auch in den Gesprächen und so wie er angelegt ist, so wie ich ihn geheiratet habe, die Verliebtheit drüber gegangen ist. Unten drinnen hat die Verliebtheit die Dinge noch nicht verändert, die jemand, man wohl sagen, karmisch in sich trägt. Also einfach mit dem Respektsprinzip ganz bewusst durch das Leben zu gehen und aus dem Prinzip der Verurteilung zu gehen.
Das heißt, endlich dieses Werten aufzuhören. Diese Wertung ist ein ganz zentraler Teil in den christlichen Kulturen. Ja? Du bist entweder einer von uns oder keiner von uns. Also die Schuldzuweisung und die Bewertung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil wäre schon wirklich ganz, ganz aktiv, die Elemente in das Bewusstsein zu nehmen. Zum Beispiel, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht in meinen Veranstaltungen, dass Eltern Kinder haben, die zum Beispiel Albträume haben, die katastrophale Nächte erleben. Und ich sage den Eltern, du segne das Wasser einer Wasserschale und stell unter das Bett und bitte das Wasser, dass es die Energien einbindet. Wow, ganz tolle Geschichte. Das heißt, das Wasser, wenn du das Wasser ehrst, wenn du das Wasser segnest, wenn du jetzt in dieser Zeit auf den Berg gehst, da in der Schweiz, und du gehst über einen Bach drüber, das Wasser einfach zu segnen, das Wasser in die Hand zu nehmen und es zu segnen, würde eigentlich, wenn es viele Menschen machen, das Wasserelement feinstofflich reinigen. Emoto hat ja das Ganze ja eh so wunderbar dargestellt als Wissenschaftler. Was wir vielleicht noch sagen müssen, die Masse der Menschen denkt, segnen darf nur der Pfarrer. Das ist eine gewisse Krise. Das, ja, also die Segnung heißt eigentlich, dass mit einer Handlung der Geist eingelenkt wird das in heißt, das Wasser. Großem Respekt und Dankbarkeit diesem Element entgegenbringen, weil es für mich die Basis des Lebens darstellt, ganz klar, ohne Wasser funktioniert nichts mehr. Und da in diesem Segnen, das heißt Dank, Respekt und Ehrfurcht. Ja. Und Wasser ist Informationsträger. Ja? Ich bin ständig, wenn ich von Europa nach Guatemala fliege, ich trage Wasser mit hinüber, ich trage Wasser von drüben herüber, wenn ich zu den Meeren komme, ich nehme Wasser da und dort mit, schütte es in die Seen hinein, um die Energien miteinander zu verbinden. Und das Wasserelement hat an und für sich die wunderbare Aufgabe, Energien einzubinden. Das lässt sich im Heilungsbereich faszinierend einsetzen und es genügt, eine Wasserschale im Wohnzimmer zu haben, mit der reinen Absicht, das Wasser zu ehren, nichts zu wollen. Ich könnte stundenlang mich mit dir weiter unterhalten. Es ist irre faszinierend, ist auch deine ganze Welt, Erfahrung ja. Und deine ganzen Thematiken, die ja zum Wohle der Menschen du verbreitest über den ganzen Planeten. Ja. Wo können die Menschen in der Schweiz mehr von dir hören, von dir erfahren? Mhm. Gibt es irgendwelche Termine, die jetzt in der nächsten Zeit stattfinden? Ja, morgen in Zürich. Perfekt, morgen. Über die Thematik des Hospital Mundo, also Heilmethoden, die Verbindung schamanischer, esoterischer Heilmethoden mit den wissenschaftlichen Heilmethoden, ist ein ganz zentrales Anliegen. Ich bin sehr gerne in Einsiedeln zum Jahreswechsel, weil einfach die dunkle Göttin von Einsiedeln mir sehr am Herzen liegt. Wir haben im September, Ende September, ein Seminar in Gersau. Und das lässt sich alles über die eigene Homepage eigentlich in Erfahrung bringen, ja. Also wir haben ja gesagt, dass wir auch über unseren Aktuell-Ticker deine ganzen Termine veröffentlichen. Ja, ja. Morgen in Zürich, wo ist es in Zürich? Ich bin jetzt etwas überfragt. Das ist ein Thema in meinem Leben, dass mir die Dinge vorbereitet und aufbereitet werden und ich gehe selbst auf meine Homepage zu schauen, wo das nächste stattfindet. Aber es ist toll. Dann bist du eigentlich mitten im Fluss. Es öffnen sich die Tore, wenn man die Welt liebt. Und ich glaube, es ist eine wunderschöne Thematik, wenn der Mensch einmal sagen kann, es ist eine Gnade, Mensch zu sein. Bei so vielen Menschen, die auf dem Planet nicht mehr zurückkommen wollen, freue ich mich auf die Rückkehr. Das war ein ganz toll ausgedrückter Satz, der auch viel Mut und viel Hoffnung sich birgt. Nicht immer zu verzweifeln vor diesen weltlichen, geldlichen, materiellen Dingen, sondern diese Einzigartigkeit in sich zu sehen und das alles, was wir eigentlich mit uns tragen und oftmals unter tollen Designerkleidern nicht erkennen. Ja, die Welt ist einfach ein Trainingsgebiet. Wir werden in dieser Welt durch die Elemente, durch die Umstände derartig intensiv geschult. Es ist nicht einfach, aber mit Beweglichkeit lässt sich die Schulung genießen. Ah, ich kriege gerade die Regie. Der Kund ist wieder gigantisch. Schützenhaus Albis Gürtli. Da bist du morgen. Danke sehr. Das ist eine göttliche Eingabe. An die Regie, vielen Dank für die schnelle Nacharbeit. Also, wenn Sie morgen Abend den Norbert Muig persönlich erleben wollen, und ich kann das nur empfehlen, dann im Schützenhaus in Albis Gürtli. Wissen wir auch eine Zeit, wann das beginnt?
Warten wir mal, sagt mir bestimmt die Regie noch gleich. Aber über die Homepage, die wir schon ein paar Mal eingeblendet haben, können Sie das erfahren. Sollte Ihnen diese Wege verschlossen sein, dann können Sie das Ganze auch über Time to Do, über unsere Homepage erfahren. Wir werden die Termine dort einbringen. Das war bestimmt nicht unser letztes Zusammentreffen. Freue mich sehr, ja. Wir haben ein turbulentes Jahr. Wir haben viele Dinge, über die ich gern auch selbst mehr erfahren würde und mehr sprechen. Und wie gesagt, wieder hast du in mir etwas gepflanzt, was ich die ganze Zeit schon spüre, was köchelt. Dieses Südamerika fasziniert mich auch. Ich war in 30 Ländern der Welt, außer in Südamerika. Dann wird es höchste Zeit. Schon verrückt, ne? So wie rumzukommen. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Nochmal meinen herzlichen Dank. Herzlichen Dank an dich. War wunderbar, hat mir auch selbst unheimlich viel Spaß gemacht heute Abend. Ich bedanke mich natürlich auch wieder bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute Abend bei uns waren, dass Sie sich dieses wundervolle Thema angehört haben. Wir sind morgen Abend wieder da, 20 Uhr. Vielen Dank. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.